Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Werewolf the Apocalypse. Die letzte Folge haben wir hier im Endquartier oder Hauptquartier beendet. Und unsere Tochter Edenna soll wohl in einem Glaskasten sitzen, der vermutlich da hinten ist. Gut bewacht. Gewehrturm, Exo. Ja. Und natürlich noch ein paar Wachen. Müssen mal schauen. Können wir mit dem Ding hier was anstellen? Lass mal schnell was trinken. Okay, das ging etwas schneller als erwartet, aber wir haben zumindest noch was reingetrunken. Oh Gott, der hält aber viel aus. Au! Muss das sein? Sag mal. Möchte wieder in die andere Haltung. Ach, geh weg mit deinen Zacken. Danke und Attacke. Bam, das ist immer noch der beste Move. Oh ja, das ging ja noch. Und die da drüben haben natürlich nichts mitgekriegt. Alles extrem schalldichte Türen. Die entspannen da noch vollkommen. Ein paar Armbrustpfeile, also können wir eventuell doch ein Stück weit unentdeckt hier durch, aber kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Weil den Exo kriegen wir nicht ausgeschaltet. Aber doch, ist doch nicht der Glaskasten. Zumindest noch nicht hier in Sichtweite. The president will be taking off shortly. His chopper arrives in just a few minutes. Das ist nicht gut. We'll shift our security down a level. Until then, we remain on maximum alert. Now, get to your posts. Das war knapp. Schaut, man sieht aus wie ein trauriges Gesicht hier drin. Oder ich bin einfach nur viel zu fantasievoll. Okay, wir haben Kameras. Wir haben dieses scheiß Ding dort. Das geht irgendwo dahinter. Die eine Wache vorne ist wieder weg, also können wir die andere rüberziehen. Sieht doch keiner, oder? Ah, der hätte es fast gesehen. Mal nicht, dass er jetzt hier hinterkommt. Ah, ja, es war so klar. Ne, wir haben es noch vorher geschafft. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Aber ich glaube, so wirklich um den Kampf können wir hier eh nicht drum herum. Weiß nicht, warum den sein Auge sich da hinten nicht beruhigt. Mach kein Auge. Es wird immer mehr. Bin aber doch versteckt hier dahinter. Guck mal, es ist fast voll. Es ist voll. Vielleicht wegen der Leiche dort. Könnte natürlich sein. Lasst uns mal schnell hier an dem Ding noch Sabotage durchführen. Ah, jetzt. Schnell, 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 bevor der funkt. Ja, wir müssen gleich ausflippen. Es bleibt nichts anderes übrig. Ach, da ist er. Ah, er sieht uns nicht. Komischerweise. Naja, haben wir zumindest den noch erwischt. Erstmal den Turm wegmachen, weil der pfeffert echt gut rein. Dann gehen wir in die andere Haltung. Oh Gott, wir haben schon gut Leben verloren. Greif ihn. Jawohl. Ach, hier ist ja noch ein Turm. Gar nicht gesehen. Wir hätten wahrscheinlich auch komplett hier hinten einfach durchschleichen können, aber naja. Wir müssen die ja hier auch ein bisschen ausrotten, ne? Sag mal, pisst euch. Wo kommen sie denn? Hier kommen die Nächsten. Bam, und einmal durch. Das ist einfach so cool, aber wir haben kaum noch Zorn. Alter Beule. Nein, von dem müssen wir auch weg, schnell. Wir könnten Zorn gebrauchen, oder? Wir machen schnell eine Raserei. Dann müssen wir aber noch ein, zwei Leute erledigen hier. Reicht noch nicht. Kann noch nicht in die Raserei. Aber okay, dann brauchen wir es wahrscheinlich auch nicht machen.
Wenn jetzt noch eine Welle kommt, dann ja, aber ansonsten ja, ist doch gut. Haben wir ihm mal geholfen beim Pickel ausquetschen. Was denn jetzt? Ach so. Sah gerade so aus, als wären wir gestorben. Ava! Shit! Kein Funkkontakt mehr. Wenn das mal nichts Gutes bedeutet. So. Wir haben nochmal ein paar Pfeile, die wir sowieso nicht brauchen. Ja, die Flasche trinken nehmen wir mal noch mit. Hab die halt am Anfang wirklich immer vergessen einzusetzen, weil es auch nicht nötig war. Aber mittlerweile ist es vielleicht doch ganz gut, immer sich mal ein, zwei Stück reinzutrinken. Startet man auf jeden Fall besser in den Kampf. Wartet, bis er näher kommt. Und ich glaube, hier ist nicht viel mit Ausweichen. Hallo? Wollen wir jetzt einfach mal eine Stunde so stehen bleiben? Vielleicht kriegen die irgendwann Durst und machen Pause. Wir laufen erstmal normal hin. Ich komme in Frieden. Okay. War ein Versuch wert. Au. Ach, falsche Haltung. Ich wollte doch das hier machen. Greif ihn. Ach, war ein bisschen unnütz für die Schwachen. Bam. Und da haben wir's. Nee, ich stehe nochmal auf. Jetzt vielleicht. Steht noch jemand auf? Geh doch weg. Alter Beule. Ach, wie er einfach gar keine Chance gegen uns hat. Wir haben wieder einen Geisterpunkt. Aber ich glaube, wir brauchen überall zwei, außer hier. Wir machen das jetzt mal. Einfach nur, dass wir die ganzen Einer voll haben. Wir müssen uns ja hier auch ein bisschen beeilen, weil unsere Tochter, ne? Edana, I can smell her. Ja, die hat schon als Kind nicht gerne geduscht. Da ist er, der Mr. Watkins heißt er, glaube ich. Oder? Dächte. My daughter. Where is she? Impressive work. Ach nee, doch nicht. So jung. Wer ist der? Das ist ein anderer, ne? Er weiß, wo er denn ist. Adana. What a promising young woman. Attractive, too. She clearly takes after her mother. You'll find her at the helipad with President Watkins. Well, assuming you hurry. They'll be taking off soon. Wieso sie? What do you want with her anyway? Frankly speaking, she's a chance for us to recoup our losses. Something we desperately need after all the trouble you and your friends have caused us. Adana's extraordinary nature will allow us to transform this collateral damage into lucrative scientific advancements. If you fucking hurt her. Now, do control yourself. The elevator to the helipad is just nearby, and I've ensured that it is active. Why help? President's orders. He's prepared a little surprise for you. Was macht man? Ich würde sagen, wir bringen ihn um. Ganz ehrlich. Good. Attacke. Then that's where I'm going after I've torn you in half. For everything you've done to Gaia and to my daughter. Watkins did warn me of how violent and irrational your kind is. Go kill me! Oh Gott. So, Attacke. Na, der war relativ schnell weg. Ich hatte schon Angst, dass der jetzt ein bisschen stärker wird. Ja, ganz ehrlich, also was sollen wir jetzt hier durchgehen? Am Ende fallen die uns dann noch in den Rücken. Außerdem arbeitet er für Watkins. Das ist Grund genug, sein Leben zu beenden. Na, ich brauche die andere Haltung wieder. Also es ist echt krass, was das für einen Schadenunterschied macht.
Arm. So. Mal schauen, was Mr. Watkins für eine kleine Überraschung für uns hat. Ava! Watkins is at the helipad. He's trying to escape with Adana. I'm heading up there. Jetzt aber schnell. Ah, Geisterpunkt. Tut mir leid, Tochter. Aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Hey, man, fahrst du mit mehreren Tasten? You must be Cajal. It's time for you to pay for what you've done to this company. Your daughter's hates and fears will make a perfect host for Baines. And as for your friends, well, I've got a score to settle with them too. It's high time they understood. Nobody attacks Endrin. Nobody. Launch Earthblood. No! I'm gonna kill you, you motherfucker! You're gonna pay! Oh, und das ist bestimmt unsere Tochter, oder? Oh ne, die ist ja kein Werwolf. Das ist Quatsch. Wer ist es? Mit den roten Klauen, ich dachte die, hä? Die haben gesagt, die lassen uns in Ruhe. Die Schweine. Wir haben absolut null Zorn, ne? Geh halt weg. Au. Ah, den kann man eigentlich immer ganz gut ausweichen. Die Werwölfe sind mir eigentlich am liebsten. Die Schweinebacken, da helfen wir denen. Warum Silber? Die Silberklauen oder was? Gibt's ja wohl nicht. Aber wir kriegen halt kaum Zorn durch die, ne? Das ist halt immer... Du musst ja echt überlegen, ob du einen Special Move machst oder ob du es dir lieber für die Heilung aufhebst. Jetzt hier halt mal so ein bisschen auf Ausweichtaktik, aber auf den Trick falle ich irgendwie jedes Mal wieder rein. Sie dann nochmal hier auf den Boden kloppt. Na, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Ich bleibe erstmal in der schnellen Haltung. Ach, und schon wieder. Ich bin zu doof dafür. Tut mir leid. Ah, wow, 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 Brudi. Du hältst dein Schnauz. Und jetzt nochmal und dann können wir hin. Jetzt habe ich es raus. Ah, so geht's ja eigentlich. Klar ist jetzt gerade nicht unbedingt der spektakulärste Kampf. Aber lieber auf Nummer sicher gehen, als dass wir jetzt hier sterben. Ich weiß nicht, ob das in der Videosequenz hier eine Bombe darstellen sollte. Irgendwie kam nur schwarzer Qualm hoch. Laut Kaboom hat es auch nicht gemacht. Eine richtig schöne Explosion hätte ich da doch etwas schöner empfunden. Weil das Spiel ja mit dem Intro auch eigentlich bewiesen hat, dass es mit Videosequenzen definitiv umgehen kann. Mal gucken, sobald wir dann Raserei auslösen können, dürfte ja nicht mehr so lange dauern, dann flippen wir hier mal ein bisschen. Sag mal, willst du mir am Arsch schnuppern? Nein! Ich bin nicht so einer. Warum ist er denn in Wolfsform jetzt? Macht auch kaum Schaden dadurch, ne? Ich weiß nicht. Mal doch einfach mal drauf einprügeln. Ah, jetzt ist er wieder. Ein Werwolf. Au. Naja, Raserei haben wir gleich. Den Typen auch. Au, 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 au. Au. Ui, jetzt wird's aber... langsam etwas eklig. Ich glaube, die haben sich schon gut drauf vorbereitet, gegen andere Werwölfe zu kämpfen, wenn die hier Silberklauen haben.
Ist doch gut. Au. Und wir machen Raserei. Bam. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Das kannst du aber wissen. Bam. Achso, Hinrichtung. Entschuldigung. Nochmal kurz ausflippen. Und jetzt. Tschüss, mein Guter. Das ganze Blut hier. Igitt. Gahal? Can you hear me? What's going on? It looks like the apocalypse here. Watkins has released his gas across the whole region. You've got to get out right now. What about Adonna? The son of a bitch just took her away in his helicopter. I got held up by one of the Red Talons. What? Oh, now we'll have to answer for that. But right now, Adonna's all that matters. We've got to find out where they're taking her. Watkins Terminal, connect me. Alles klar, es war Gas. Dann nehme ich alles zurück. Ich dachte, sollte eine Explosion darstellen, die einfach nicht gelungen ist, aber okay. Gut. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit der Rovana oder wie sie hieß, reden. Retten wir die da raus. Die verspricht uns, dass sie uns nicht in die Quere kommen und dann sowas. Haben wir noch einen Laptop? Ein schöner Kamin. Ah, Watkins, Ihre Hingabe an unsere Sache, bla bla bla, wird in den kommenden Wochen belohnt werden. Bald wird bla 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 zu spüren sein. Antoine bla 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 unter allen Soldaten verteilt, die Disziplin und Effektivität der Männer wird dadurch verbessert. Bla 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 wird die Ausrüstung und die Aufgaben unter ihren Teams verteilen. Bla bla bla, Würm wird bla bla bla, bald werden sie seinen Ruf spüren. Watkins, liebe bla bla bla. There's no doubt now. Ah, okay. Na, ich wollte jetzt nicht Pipi machen in die Pflanze. Sondern nochmal in Ruhe Geisterpunkt sammeln. Wir haben nämlich schon wieder zwei zusammen. Und jetzt können wir mal schauen. Der Wirkbereich von Stampfen wird erhöht. Bocksprung fügt nun bei der Landung Feinden in der Nähe Schaden zu. Der Wirkungsbereich von Brüllen. Herz der Wut. Hat der Kynos die Elan-Haltung eingenommen, werden bei niedriger Gesundheit bei erfolgreichen zusätzlich Zorn und Wut generiert. Ja, das klingt gut. Wut klingt gut. Das machen wir. Müssen wir mal schauen, wo er sie hinbringt, unsere Tochter, und müssen da schnellstmöglich hinterher. It's up to you now. It's gonna take me some time. You've got to keep moving. I'll open a path for you to their underground labs. Just get back here ASAP. Wir kommen so schnell wie möglich zurück. Also ich denke, spätestens jetzt hätten wir wahrscheinlich mit den anderen kämpfen müssen. Bin ja gerade wieder zurückgegangen, wenn ich mich nicht täusche. Oder nee, wir sind im Fahrstuhl hochgefahren. Naja, egal. Hört nicht auf mich. Was macht er denn mit seinen Armen? Einen epileptischen Anfall? Ganz ruhig. Wir kriegen deine Tochter wieder. Tot oder lebendig, das ist halt die Frage, aber wir kriegen sie wieder. This place is steeped in the influence of the worm. I found the reports on the Earthblood protocol. We'll worry about that later. Find Adonna. Hier ist nicht so viel zu machen. Wir müssen da runter zur Tür und hier sind natürlich schon wieder. Das sind nur Wissenschaftler, ne? Ne, da sind auch ein paar Soldaten, okay. Kommen wir hier hinten rum? Jo. Hier geht's lang. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt noch kämpfen müssen, bis wir hier wieder raus sind. Und wo unsere Tochter verbleibt. Und das sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.